Ja, ganz herzlichen Dank an das ganze Team hier an der Universitätsklinik, dass das so gut geklappt hat. Als die französische Botschafterin mich anrief, ob wir helfen können, habe ich spontan ja gesagt, aber war natürlich davon abhängig, dass sich auch entsprechend eine Klinik zur Verfügung stellt. Und ich bin froh, dass die Universitätsklinik mit ihren Reservoiren und ihren Möglichkeiten das schnell übernommen hat und wie wir heute gesehen haben, auch erfolgreich die Behandlung durchführen konnte, sodass wir weitere Patienten hier nach Magdeburg und Sachsen-Anhalt holen können. Das ist ein wichtiges Zeichen für Europa. Ich habe nicht nur Schreiben aus der Herkunftsregion bekommen, wo man Danke sagt auf der politischen Ebene. Die Botschafterin hat sich schon mündlich und schriftlich bei mir bedankt. Und ich glaube, dass das auch das Bleibende wird, wenn wir nach der Krise nochmal neu bewerten, was in Europa möglich ist. Dann wird gerade auch dieses Beispiel hier von Magdeburg und der Universitätsklinik und dem tollen Team, was hier gewirkt hat, entsprechend eine wichtige Rolle spielen. Hier ist sozusagen der Anfang gemacht worden, auch der internationalen Zusammenarbeit, was die Bekämpfung der Pandemie anbelangt und der Coronavirus-Infektionen. Und Magdeburg hat gezeigt, dass es ein toller Standort ist und mit den Möglichkeiten, sowohl was die Personen anbelangt, als auch was die Technik anbelangt, gut unterwegs ist. Trotzdem werden wir noch vieles auch investieren müssen. Aber wir haben gesehen, dass wir auf einen guten Sockel aufsetzen können. Und das wird auch für unser politisches Handeln eine Rolle spielen.